irgendwann im letzten Jahrtausend, da hatte ich hier mal ein Praktikum in dieser Gemeinde gemacht. Einige wenige erinnern sich noch, von diesem Gebäude standen gerade die Grundmauern. Die Gemeinde war noch im Kongresspark, hatte sich dort versammelt. Und jetzt bin ich nach gut 20 Jahren mal wieder hier. Und das ist wirklich wunderbar zu sehen, wie ihr euch entwickelt habt. Und es freut mich vor allen Dingen zu spüren, das habe ich gestern gespürt beim Seminar und auch heute Morgen schon bei allen Begegnungen und bei dem, was gesagt wurde, dass es nicht darum geht, hier oben nur so auf einer geistlichen Festplatte Wissen zu speichern über Gott, sondern dass ihr immer bemüht seid, das ins Leben, in den Alltag hineinzubringen. Denn darum geht es ja. Wenn man nämlich so in unsere Gesellschaft hineinschaut, nehmen wir mal so eine Talkshow, auf welchem Sender könnt ihr euch jetzt aussuchen, dann sieht man da manchmal so Promis, die sagen, ich würde im Leben alles wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe. Seht ihr das auch so? Das ist völliger Blödsinn, oder? Wir planen unser Leben, wir nehmen uns Dinge vor, aber irgendwie läuft das Leben doch so ganz anders. Wir wünschen uns Menschen, mit denen wir eine enge Vertrauensbeziehung haben, vielleicht haben wir sie sogar, und dann tun wir uns gegenseitig weh. Wir haben Menschen um uns herum, die uns Nähe geben sollten, Annahme, und trotzdem fühlen wir uns manchmal einsam. Wir kommen in Lebensphasen hinein, so ganz ungefragt brechen Schicksale über unser Leben hinein und wir fragen, wie komme ich denn da wieder raus? So einigermaßen gesund. Und Christen haben über die Jahrhunderte hier oft sehr theoretische Antworten gegeben. Theoretische Antworten, die sich gut anhören, die auch sehr intelligent klingen, die aber nicht anwendbar sind im Alltag. Und ich möchte euch heute von einer Person erzählen aus dem Alten Testament, die auch Zerbruch in ihrem Leben erfahren hat, gemerkt hat, dass das Leben nicht so einfach ist. Und das ist die Person von Jakob. Jakob ist der jüngere Bruder eines Zwillingspärchens. Er hat einen Bruder, der ein paar Minuten älter ist. Und das war in der damaligen Zeit, naja, wir würden heute so sagen, die A-Karte, ne? Also der Erste, der bekam sozusagen alles, der hatte den Einfluss, der bekam den Segen. Naja, und der Zweite, wenn man seinen Namen behält, dann ist man zufrieden. Das ist so ähnlich wie mit der Mondlandung, ne? Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Armstrong. Wer war der Zweite? Ja, so ähnlich war das damals. Und so entstand ein Konflikt zwischen diesen beiden Brüdern, seinem älteren Bruder Esau und ihm, dem Jakob. Der Esau, der ruhte sich ein Stück weit darauf aus, dass er der Älteste war. Er wusste, ach, ich krieg den Großteil des Erbes, alles gut. Und der Jakob, den hat das gewurmt. Jahr für Jahr. Er war zwar der Jüngere, aber er war nicht der Dümmere. Und so gelang es ihm, in zwei Aktionen seinen Bruder zu betrügen. Um das Erbe und auch um den Segen, den der Vater ihnen geben wollte. Und als der Esau, der Ältere, das geschnallt hat, da war der nun nicht gerade begeistert. Das kann man sich vorstellen. Wer wird schon gerne veräppelt und betrogen? Und Jakob, der bekommt es mit der Angst zu tun und berechtigt. Denn sein älterer Bruder, der war stinksauer. Und was tut er? Er flieht. Und wir erleben plötzlich Zerbruch von Familie. Esau bleibt in seinem Elternhaus und Jakob macht sich auf einen einsamen Weg zu seinem Onkel, der viele hunderte Kilometer entfernt wohnte.
Nun, kein Auto, kein Flugzeug, der ist zu Fuß gegangen. Nur mit dem, was er tragen konnte. Nachts, wenn er geschlafen hat, hat er seinen Kopf auf einen Stein gelegt, damit die Viecher, Krabbeldinger da nicht ins Ohr reinkrabbeln. Ne? Aber er lebte dort in dieser Verbannung, könnte man sagen, in dieser Fluchtsituation, dass Gott ihm begegnet ist. Dass Gott eigentlich schon längst da war. Dass Gott ihn dort eigentlich erwartet hat. Und er segnete ihn mit einer Familie, er segnete ihn mit Reichtum, mit einer großen Herde an Schafen und Ziegen und den Söhnen von seinem Onkel, also das müssten die Cousins sein, denen hat das überhaupt nicht gepasst. Denen hat das überhaupt nicht gepasst, dass der Cousin da ist und plötzlich mehr hat als sie. Und jetzt werden die plötzlich sauer. Also wo der Jakob hinkam, es gab immer Konflikte. Und eines Tages redet Gott zu ihm und sagt Folgendes. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 31, den dritten Vers. 1. Mose 31, Vers 3. Zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Ich bin da. Wir können mutmaßen darüber, was der Jakob sich wohl gedacht hat. Was? Mein Bruder, er lebt doch noch. Und es gab nie eine Aussprache. Es gab auch kein WhatsApp, mit dem man das klären konnte. Oder mal so vorhorchen konnte. Wie sieht's denn aus? Wäre es sehr schlimm, wenn ich wieder und so? Nein. Er bekommt von Gott den Auftrag, geh los, vertrau mir und denk dran, ich bin da. Die Theologen, die haben hier ein Wort gebraucht in der Geschichte der Gemeinde Jesu, das heißt Allgegenwart. Das ist immer viel zu theoretisch. Das ist irgendwie so am grünen Tisch, das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Viel schöner ist es eigentlich auch das, was hier dem Jakob gesagt wird. Wo es auch hingeht in deinem Leben, vergiss nicht, ich bin schon längst da. Und letztlich reicht das für dich auch aus. Schlagen wir mal den Bogen zu unserem Leben. Da gibt es Personen unter uns, die von Selbstzweifeln geplagt werden. Nicht seit gestern, nicht seit vorgestern, sondern eigentlich ihr Leben lang. Sie fühlen sich nicht gut genug, nicht begabt genug, vielleicht nicht schön genug. Und Gott sagt, ich bin da. Ich bin bei dir. Ich sehe dich mit deinen Zweifeln. Ich sehe dich mit deinen Nöten. Ich sehe dich mit deinen Ängsten. Andere stehen gerade an so einer Weggabelung und fragen sich, wie werden die nächsten Monate werden? Der Chef hat angedeutet, es wird beruflich so nicht weitergehen. Wie soll ich die Familie ernähren? Wie soll ich über die Runden kommen? Anderer steht gerade mitten in einer Konfliktsituation. Es hat geknallt. Und Gott sagt, ich bin da. Vertraue mir. Ich kann aus deinem Leben etwas Gutes machen. Obwohl es im Moment überhaupt nicht so aussieht. Ich bin da. Und der Jakob, der hat tatsächlich darauf vertraut. Er war ein ganz normaler Mensch und er hatte eine ganze Reihe von Schwächen. Er war jetzt nicht so ein Heiliger mit einem Heiligenschein, der so über allem schwebt und keine Konflikte hat und alles lief glatt. Im Gegenteil, sein Leben war sehr turbulent. Und so zieht er los
mit seiner Familie, er hatte dort geheiratet, und zieht zurück in die alte Heimat. Und er weiß über die Tage und Wochen, die sie unterwegs sind, der größte Konflikt, das größte Problem wartet am Ende der Reise. Die Reise selbst ist schon gefährlich, aber am Ende der Reise wartet mein Bruder, mit dem ich im tiefsten Zerbruch auseinandergegangen bin. Und er ging mit Angst. Er ging mit Angst. Und dann hört er, kurz bevor er in der Heimat angekommen ist, hört er Nachricht von seinen Boten: Dein Bruder zieht dir entgegen mit 400 Mann. Also gemeint sind 400 wehrfähige Männer, die ein Schwert oder ein Knüppel oder Ähnliches halten können. Also wenn ich an Jakobs Stelle gewesen wäre, ich glaube, ich hätte auf dem Absatz kehrt gemacht und wäre wieder zurückgegangen. Also lieber die eifersüchtigen Cousins erdulden, als ein Bruder, der mit einer kleinen Streitmacht mir entgegenzieht. Aber er hatte die Zusage von Gott: Ich bin bei dir. Und das reicht aus. Nun, wie gesagt, Jakob war nicht dumm, er teilt so seine Großfamilie, das war es mittlerweile, Diener und so waren auch dabei, teilt er so in zwei Lager auf unter Motto: Wenn die einen getötet werden, ja, dann überleben zumindest die anderen. War ja nicht ganz dumm. Und er geht seinem Bruder voller Angst entgegen, schickt ihm eine kleine Herde an Geschenken voraus mit einem Boten, der sagt: Das schenkt dir dein Bruder Jakob. Und trotzdem zieht Esau ihm entgegen. Und dann sieht er ihn von Ferne und Jakob neigt sich 7-mal zur Erde, ein Zeichen der Unterwerfung, ein Zeichen: Mach mit mir, was du willst. Und Jakob wird von seinem Bruder einfach in den Arm genommen. Und sein Bruder sagt: Ich bin da und ich bin und bleibe dein Bruder. Und so versöhnen sie sich nach rund 20 Jahren. Was für eine Geschichte. Eine Geschichte, die darauf fußt, dass Gott gesagt hat: Ich bin da, egal in welcher Lebenssituation du im Moment gerade steckst. Und Kenner der Bibel, die wissen, dass dieser Satz ziemlich häufig auftaucht, im Alten und im Neuen Testament. Immer wieder wird Menschen gesagt: Ich bin da, also von Gott gesagt. Da ist zum Beispiel ein Mose. Der ein oder andere kennt seine Geschichten. Er bekommt den Auftrag, ne, Prinz von Ägypten, für die, die sich in der Bibel nicht so auskennen, kennen vielleicht den Film von Walt Disney. Er bekommt von Gott den Auftrag: Führe mein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Und Ägypten war damals Weltmacht. Und der Mose, er sagt: Wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehen sollte, zum König, und darum bitte oder sogar befehle und sage: Lass mein Volk ziehen. Und was sagt Gott? Ich bin da. Hab keine Angst vom Pharao. Ich bin bei dir. Und so benutzte Gott diesen Mose über Jahre und Jahrzehnte in herausragender Art und Weise. Und irgendwann muss er abtreten, wie das nun mal so ist im menschlichen Leben. Und dann kommt sein Nachfolger, der heißt Josua. Und er hat eine Aufgabe vor sich, wo er sagen muss: Diese Schuhe, die sind mir ein bisschen groß. Ich kann doch nicht wie ein Mose sein. Und was sagt Gott? Josua, ich bin da. Ich bin mit dir. Hab keine Angst. Geh voran. Ich mache aus deinem Leben etwas ganz Besonderes. Viele, viele Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte später, war ein junger Mann, er heißt Jeremia. Und Gott sagt zu diesem jungen Mann: Jeremia, du sollst mein Prophet sein. Und in der damaligen Zeit war das so ein junger Kerle, ob der was sagt oder nicht, das hat man nicht so ganz ernst genommen. Und dann war er nicht verheiratet, damit wurde er noch weniger ernst genommen. Das heißt, er hatte in der Gesellschaft überhaupt nichts zu sagen in der damaligen Zeit. Und er sagt zu Gott: Herr, wie soll denn ich Prophet sein? Mir wird doch sowieso niemand zuhören. Warum auch? Und was ist die Antwort Gottes? Ihr wisst es schon. Ich
bin da. Das reicht. Das reicht. Das heißt nicht, dass deswegen alle Tränen sofort trocknen. Das heißt nicht, dass es immer so ein glückliches Ende gibt wie bei Jakob und Esau. Manchmal ist die Versöhnung leider nicht möglich, weil einer der Streithähne eben nicht möchte. Das heißt nicht, dass unser Leben immer glatt läuft. Aber das heißt, dass wir wissen, dass Gott uns durchträgt, komme was wolle. Er trägt uns durch diese Lebensphasen, wo wir nicht wissen, rechts oder links. Es gibt ja so wichtige Entscheidungen im Leben, wo wir wissen, dieser Moment, der wird mein Leben durchgreifend verändern. Und Gott sagt, ich bin da, ob du links oder rechts gehst. Ich kann trotzdem was aus deinem Leben machen. Er ist der, der sagt, wenn du nicht mehr kannst, dann werde ich für dich kämpfen. Hab keine Angst. Vertrau mir, ich bin da. Er ist der, der sagt, wenn du in einer schwierigen Situation bist und ich weiß, was du tun sollst, ich bin der, der dir Weisheit geben möchte, gute, lebensbringende und lebensspendende Entscheidungen zu treffen. Ich bin da. Vielleicht steckst du gerade in so einer Situation, wo du spürst, in meinem Leben habe ich so viel kaputt gemacht. Nicht nur mir wurde was angetan, sondern ich habe viel kaputt gemacht. Und ich bin eigentlich von Gott ganz, ganz weit weg und ich weiß gar nicht so recht, warum ich heute hier eigentlich sitze. Irgendwie bin ich heute da. Vielleicht aus Tradition heraus, vielleicht weil man eingeladen wurde. Vielleicht sagst du, ja, das, was wir gesungen haben vorhin, ne, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Gott, der will mich doch nicht haben. Wie will er denn einen Menschen wie mich gebrauchen und bei sich haben? Der Apostel Paulus im Neuen Testament, so ein großer christlicher Leiter des ersten Jahrhunderts, der hatte das einmal so formuliert: Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist Gottes Gnade noch viel mächtiger geworden. Es gibt keinen Menschen, der zu schlecht für ihn wäre. Ich bin da und ich weiß, dass bei mir Jesus Christus der Platz ist, wo man auch den Dreck des Lebens loslassen kann und sagen, Herr, schreib mit mir ein neues Kapitel. Ein neues Kapitel auf einem weißen Blatt. Ich möchte und ich muss das Alte hinter mir lassen. Schenk du mir Vergebung. Ich bin da. Und spätestens am Ende unseres Lebenswegs, wenn wir so auf dem letzten Stück sind und ich gehe mal davon aus, dass es eine Gnade ist, ich habe es noch nie erlebt, und man spürt, ja, so langsam geht's mit meinem Leben zu Ende. Was sagt Gott? Hab keine Angst. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Und wenn du dich an mich klammerst und wenn du mir nachfolgst, dann darfst du wissen, dass ich auf der anderen Seite des Tores auf dich warte. Was für eine Tiefe im Leben, oder? Und da haben wir unsere B-Promis in den Talkshows und sie sagen, ich würde alles so machen wie bisher. Gut, sie sind Schauspieler, das müssen sie sagen und es hört sich auch so wunderbar an. Aber die Botschaft Gottes an uns ist eine ganz andere. Die Botschaft Gottes ist eben, du darfst lernen, die Dinge im Leben anders zu machen, weil du weißt, dass ich schon längst da bin. Hab keine Angst. Geh mutig voran. Geh ein Risiko ein. Geh auf den Menschen zu, mit dem du gerade in Konflikt stehst. Baue so eine Brücke, ein Zeichen der Vergebung, ein Zeichen der Versöhnung. Und das wird letztlich der Beziehung euch untereinander gut tun.
Und vor allen Dingen wird es auch dir selbst gut tun. Es ist so leicht, sich irgendwo hinzusetzen, auf so ein christliches Sofa, und man lässt die Musik über sich ergehen, singt vielleicht sogar begeistert mit. Und es ist so leicht, in der christlichen Komfortzone zu sitzen. Aber Christsein hat immer etwas mit Bewegung zu tun. So wie der Jakob, dem Gott sagt, geh hin, lass deine Sicherheiten los, die du hier hast, geh hin in deine alte Heimat und stell dich deinem Bruder. Christ zu sein, heißt in Bewegung zu sein. Christ zu sein heißt, raus aus der Komfortzone, hinein zu steigen auf Gottes Weg, dessen Ende wir nicht kennen, wo wir nur Gottes Zusage haben, ich bin da. Ich begleite dich auf diesem Weg. Und wenn er steinig und steil wird, okay, dann wird er steinig und steil, dann werde ich dich im schlimmsten Fall hinauftragen. Ich bin da. Dieser Jeremia, von dem ich eben kurz erzählt habe oder ihn skizziert habe, dieser junge Mann, zu dem Gott sagt, ich will dich zu meinem Botschafter machen, der formulierte einmal folgenden Satz. Er sagte, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, also er spricht aus der Sicht Gottes, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Darum geht es im Leben. Es geht nicht darum, dass unser Leben gelingt und dass die Nachbarn sagen, oh, du hast dein Leben im Griff oder oh, hast eine tolle Familie. Wunderbar, wenn das so läuft. Aber es geht, egal wo wir stehen im Leben, immer um die Frage, suche ich Gott in meiner Situation? Möchte ich seine Leitung, seine Weisung, seine Hilfe in meinem Leben erfahren? Dann kann man Professor, Doktor, Doktor sein, erfolgreich ohne Ende, mit einer total glücklichen Familie und alle schauen zu einem auf. Oder man kann ein ganz einsamer, einfacher Mensch sein, der kaum Zukunft hat und kaum Anerkennung bekommt von seinem Umfeld. Für beide gilt, wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und das ist das, was der Jakob erlebt hat. Er ist raus aus der Komfortzone, er ist hineingestiegen in Gottes Geschichte, er hat sich auf den Weg gemacht, er ist ein Risiko eingegangen und hat Gott vertraut und hat erlebt, dass Gott ihn danach in herausragender Art und Weise gebraucht hat. Dass er zu einem Vorbild wurde für Tausende, Millionen und Abermillionen Menschen. Wäre er dort geblieben, wo er war, würde sich wahrscheinlich keiner mehr an ihn erinnern. Aber er ging los. Er machte sich auf Gottes Weg und hat erlebt, dass Gott ihn stärkt und ermutigt und Segen schenkt. Und das ist letztlich ja auch die Botschaft für uns. Wo immer wir stehen, ob es gerade glatt läuft und wir sagen, boah, möge es lang so bleiben, so schön wie bisher, oder ob es im Moment richtig hart ist im Leben. Es geht darum, dass wir diesem Gott vertrauen, der sagt, ich bin da. Ich kenne schon deine Zukunft. Ich weiß, was dich erwartet. Und du darfst darauf vertrauen, dass ich dich niemals alleine lasse. Klammer dich an mich. Klammer dich an Jesus Christus. An Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir wissen nicht, wann das sein wird und wo das ist. Aber wir dürfen auf seine Zusage vertrauen, dass er uns versteht und uns begegnen möchte in der Situation, wo wir im Moment gerade stehen.
Und darf ich uns ein Geheimnis verraten, das eigentlich kein Geheimnis ist? Jesus musste auch raus aus der Komfortzone, oder? Der ist einen Weg des Leidens gegangen, weil sein Vater im Himmel gesagt hat, ich mache aus deinem Leben etwas Besonderes. Ich mache dich zur Tür zum Vaterhaus. Und dieser Weg wird hart. Aber Jesus ist ihn gegangen. Und deswegen haben wir heute einen Ort, wo wir mit all dem Schutt unseres Lebens hinkommen können. Er ist schon längst da. Auch bei den Bergen an Versagen und Schuld, die wir auf uns geladen haben. Er ist dabei und möchte das abtragen, diesen Berg. Aber wir müssen uns dazu an ihn klammern und sagen, Herr, ich will mein Leben nicht mehr selbst im Griff haben und nicht mehr selbst der Manager meines Lebens sein, sondern ich will auf dich vertrauen, dass du etwas Gutes aus meinem sehr stümperhaften Leben machst. Ich bin schon längst da, sagt der Herr. Amen.